Hallo meine Freunde, ja, das nächste Video ist da und ich zeige euch jetzt gleich mein neues Bauprojekt, das heißt mit dem neuen Gehäuse, mit dem Lian Li. Und wir werden heute mal eine kleine Verlosung starten. Ja, ich habe mir das mal überlegt und ich habe im Moment die Möglichkeit bekommen dazu. Und zwar Sachen dann übrig habe und habe mir überlegt, dann mache ich da eine kleine Verlosung draus. Ja, vielleicht freut es den einen oder anderen. Ja, wer mitmachen möchte, ja, der kann sich drüber freuen. Und zwar mein Bauprojekt, wie gesagt, das kommt jetzt im Anschluss. Und ich habe mir überlegt, ich habe hier zwei wunderschöne Lüfter. Denn ihr wisst ja, ich stehe auf Be Quiet und habe hier einmal den neuen Silent Wings 3, 120 PWM mit maximal 1450 Umdrehungen. Das heißt, ein wunderschöner 120er Lüfter. Be Quiet hat ja ihre Lüfter, die Silent Wings 3, nochmal verbessert, indem man den ganzen Platz nochmal ausgenutzt hat mit der Lüfterkurve, damit also da auch die Luftdruck nochmal erhöht wird, damit wir hier noch leiser Airflow haben. Also ich muss dazu sagen, ich habe die Lüfter jetzt schon ein-, zweimal verbaut und ich bin immer wieder begeistert und komme auch immer wieder auf die Lüfter zurück. Und ja, ich kann sie wirklich nur jedem ans Herz legen, weil einfach Qualität hier absolut stimmt. Der Preis ist nicht der günstigste, sage ich auch dazu. Es gibt günstigere Lüfter, aber es gibt, glaube ich, nicht in der Qualität die Lüfter. Denn hier stimmt auch wieder Preis-Leistung, denn hier muss man wirklich die Leistung beachten, denn wenn man so einen Lüfter allein schon in die Hand nimmt, wer sie schon mal gehabt hat, ich sage immer, man kann nur über das reden, was man auch selber gehabt hat, oder man hat es mal gehört und kann es so weitergeben, aber eigentlich kann einer nur über das Produkt sprechen, der es auch schon in der Hand gehabt hat. Denn wer so einen Lüfter mal in der Hand gehabt hat, der merkt eins auf jeden Fall sofort: das ist massiv, das ist schwer, das ist einfach Qualität. Und in der Beziehung habe ich schon viele Lüfter durch und kann hier wirklich davon reden, dass das einmalige super Lüfter sind, weil ja, man hat hier viele Möglichkeiten. Alleine auch hier der Rand mit der Gummi-Isolierung, das heißt, wenn die irgendwo aufsitzen, auf Kühler zum Beispiel oder auf einen Radiator, man braucht da keine extra Entkopplung, obwohl nochmal extra Entkopplungen dabei sind, die sogar nochmal Höhenunterschiede haben. Das heißt, denn wer sich so einen Lüfter mal zugelegt hat, der weiß, es sind verschiedene Aufsätze dabei. Das heißt, wir haben hier zwei verschiedene Sachen, wir haben auch zwei verschiedene Halterungsschrauben dabei und wie gesagt, wir haben hier einmal diese entgummit, das heißt gummierte Variante, die wir aufstecken können, und die haben hier auf der Seite einmal ein L, einmal ein S. Das ist ein Höhenunterschied hier. Das heißt, denn wenn man die L-Variante nimmt mit dem Höhenunterschied, die Brackets werden hier einfach aufgeschoben und kann man dann auch hier mit einem kleinen Schraubenzieher wieder reindrücken, auch wieder entfernen. Ist also auch kein Problem. Und dann liegt der Lüfter hier praktisch nicht direkt auf den Rand auf, sondern liegt hier auf die Gummis auf und haben dann hier am Rand so einen Millimeter Luft. Ist nochmal eine bessere Entkopplung. Das heißt, wer also diese Variante wählen möchte mit den Gummis, hat hier nochmal eine bessere Entkopplung für vielleicht auch Radiatoren oder für Kühler, egal wo man sie nimmt, Gehäuselüfter und so weiter. Ja, aber schön ist natürlich auch, dass auch jetzt die Variante dabei ist, denn gerade wenn man jetzt auf Radiatoren setzt oder so, weil die hier durchgehend sind, hier kann man dann auch die M3er Schrauben oder M4er Schrauben wunderbar durchstecken, aber hier sind auch nochmal gummierte Flächen, das heißt, dass auch hier nochmal eine Entkopplung stattfindet bei den Schrauben. Also wie gesagt, finde ich absolut toll, so ein Stecksystem, man kann sich das aussuchen, wie man das gerne haben möchte. Und einmal hat man dann hier diese Steckgummis, das heißt diese
Stecker, die man nehmen kann, wenn man jetzt die Gummivariante nimmt. Dann hat man hier eine kleine Unterlegscheibe noch dabei. Die legt man ganz einfach hier nochmal drunter. Ist nochmal eine Entkopplung am Gehäuse. Das kommt auf den Lüfter und wird dann von der anderen Seite hier ganz einfach durchgesteckt, festgesteckt. Und so hat man den Lüfter am Metall komplett isoliert und komplett vibrationsarm gemacht. Also wie gesagt, wie man das möchte, das passt natürlich jetzt hier nicht auf den Radiator. Und darum ist eben dann die Variante mit dem Stecker hier ganz einfach. Hier passen die Schrauben durch und dann werden die einfach hier drauf gesteckt. Also mit die Vorführ und die rasten auch sehr schön ein. Jetzt müsste man einen kleinen Schraubenzieher nehmen, hier rein, dann kann man die auch wieder abnehmen. Das heißt, und dann hat man hier wirklich einen super schönen Lüfter, also von der Lüfterkurve, von den Werten her. Also ich werde das Ganze auch nochmal unten verlinken. Ihr könnt euch das gerne mal anschauen. Also klar gibt es immer wieder welche, die sagen, ja, der Lüfter ist besser und. Es gibt einen Kanal, den gucke ich mir auch schon mal sehr oft an, wo die Lautstärke gemessen wird von so Lüftern. Aber auch bei den Lautstärken ist es immer wieder wichtig, in welchem Gehäuse sitzt so ein Lüfter, wie wird der Lüfter betrieben, wie kann er Luft ziehen, der Lüfter, sitzt ein Gitter davor, hat man hier irgendwie noch ein Gitter davor. Das sind alles Sachen, die auch Einfluss nehmen auf Lautstärke, auf Lüftergeschwindigkeit, also auf den Airflow. Und darum ist es auch immer wichtig, in welchem Gehäuse ich sowas einbaue. Also ich habe mittlerweile gemerkt, weil ich habe sie ja schon sehr oft verbaut, wer meine Videos verfolgt in den Jahren, wo ich jetzt die Videos mache, könnte einfach nur begeistert von den Lüftern. Und wie gesagt, auch hier die 80 mm. Ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal einen 80 mm Lüfter verbaue. Also wer die früheren Zeiten der PCs kennt, früher hatte man die wirklich sehr oft. Aber ich hätte nie im Traum dran gedacht, dass ich nochmal in Zukunft einen 80 mm Lüfter verbaue. Aber das Gehäuse von Lian Li hat eben keinen anderen Wert hergegeben. Das heißt, in der Rückfront passten eben nur 80 mm Lüfter. Ja, und da ich einen ausbauen musste, weil vom Radiator kein Platz da war, das seht ihr auch gleich im Video, dann habe ich den einen auch noch übrig und ich habe mir überlegt, dass ich hier so eine kleine Verlosung mache, so ein kleines Gewinnspiel mache und wir machen das ganz einfach. Ihr setzt einfach unter den Kommentaren, schreibt ihr einfach, ich bin dabei. Ja, einfach nur ganz kurz, ich bin dabei und dann werde ich sehen, ich werde das Gewinnspiel laufen lassen bis... wir haben jetzt fast Ende Februar. Ich würde sagen, 4 Wochen, also bis Ende März. Das heißt, lassen wir das Ganze laufen. Und ich würde praktisch sagen, ja, oder soll man Mitte März sagen, nicht zu lange. Ja, okay, wir machen ganz einfach. Wir nehmen, ich sag jetzt mal eine runde Zahl, wir nehmen den 15. März. Gut, 15. März, abends um 24 Uhr. Mache ich die Verlosung und werde dann auch ein Video veröffentlichen mit dem Gewinner. Und ganz kurz ist dann nur, und derjenige, der dann gewonnen hat, der soll sich ganz einfach über PN bei mir melden oder über Facebook oder auch gerne über Skype, wenn er das möchte. Ja, wie gesagt, 15. März machen wir Stichtag und da ziehe ich dann den Gewinner. Und unter allen Einsendern ziehen wir dann einen Gewinner. Der bekommt dann von mir hier einmal den 120er und einmal den 80er Lüfter. Ja, als Gewinn. Ich hoffe, das ist eine kleine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Klar, kostenloser Versand. Er kriegt es völlig kostenlos von mir zugeschickt. Das ist doch ganz klar. Und vielleicht kann ich damit allen so ein bisschen glücklich machen. Also wer wirklich mal Interesse hat an einem neuen Lüfter, oder überhaupt Lüfter, der sollte sich eintragen. Einfach, ich bin dabei. Und ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video, mein neues Gehäuse, der neue Einbau in das Lian Li. Das heißt, schaut es euch an. Also, ich bin sehr angetan von dem Gehäuse, auch vom Endresultat. Und ja, schaut es euch an, zieht es euch rein. Ja, es ist kein kurzes Video, aber ein schönes Video. Und viel Spaß dabei.
So, ja, machen wir mal immer so kleine Ausschnitte, denn ich will das Video nicht zu lange bringen, ja. Und da fangen wir auch direkt an. Wie gesagt, bei dem neuen Gehäuse haben wir ja hinten in der Front, also hinten im Rear, haben wir nur 280er zu montieren, 280 mm, muss eigentlich gar nicht, wenn man hier oben Lüfter installieren würde oder auch einen Radiator, aber ich will trotzdem den Platz hier hinten ausfüllen und wenn ich da 280er langsam laufen lasse, die hört man dann auch nicht, vor allen Dingen nicht, wenn man Be Quiet nimmt. Ihr wisst, ich habe so ein Faible für Be Quiet, ohne Be Quiet geht es nicht, ist meine Meinung. Und darum, ja, auch hier die 80er Lüfter sind absolut zu empfehlen. Allein die Handhabung, die Qualität des Lüfters. Also ich habe schon andere Lüfter in der Hand gehabt, aber ich komme einfach nicht drum rum. Be Quiet ist einfach hier mein Favorit bei Lüftern. Und für hinten, es sind Gehäuselüfter, reichen mir auch die 3-Pin. Die kann ich auch trotzdem übers Board ja steuern. Das heißt eben nur über die Voltage. Das heißt, die werden runtergevoltet. Und dann kann man die wunderschön leise laufen lassen. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt hier so zwei Stück hier hängen haben, das kommt auch gut rüber. Sieht meines Erachtens auch wirklich gut aus. Es passt einfach. Auch die restlichen Lüfter werden ja Be Quiet werden. Das heißt, wir haben hier dann die neuen Silent Wings 3 wieder im Einsatz. Das heißt, hier vorne kommen LED-Lüfter und oben und unten kommen die Be Quiet Lüfter rein. Weil ich kann immer nur sagen, ich habe schon wirklich viele Lüfter gehabt und ich komme einfach immer wieder auf Be Quiet zurück, weil einfach von den Lüftern her bin ich der Meinung. Ja, aber da ist auch jeder wieder anderer Meinung. Ich sage immer, frag 10-mal Leute für Lüfter, kriegst du 10 verschiedene Antworten. So ist es aber eigentlich mit allem. Ich sehe das auch auf Facebook, wenn man einen Facebook-Account hat und geht mal so in die Foren bei Gruppen mit Computer, Computerhilfe und weiß ich. Ich werde auch mal einige Seiten verlinken. Wer also Interesse hat, auf Facebook-Gruppen beizutreten, wo man auch mal geholfen wird, wenn man Probleme hat oder wenn man Kaufempfehlungen haben möchte oder Modding-Sachen. Das heißt, da werde ich mal einige Seiten verlinken, wo ich selber auch drin bin. Und da könnt ihr ja mal schauen. Manche Gruppen sind wirklich absolut okay. Da kann man wirklich immer mal reinschreiben, wenn man Probleme hat oder man kann auch mal anderen helfen. Aber was ich manchmal schlimm finde, da kommen auch manchmal immer Kommentare von Leuten, die wirklich nicht so viel Ahnung haben, einfach was reinschmeißen. Und auch da, wenn du da fragst, ich hätte gerne einen Monitor für knapp 200 €, da kommen 20 Monitore, 30 Monitore. Wenn du fragst, welche Grafikkarte gut ist, von der 1070, da haben wir das letzte, da habe ich dann auch drunter geschrieben, jetzt haben wir alle durch, da hast du also wirklich von der Breitband, ich sag immer, die Produkte können nicht selber schlecht sein. Alle Produkte sind eigentlich gut. Gibt viele kleine, ganz kleine Unterschiede. Da kann man dann mal erwähnen, warum, weshalb. Aber es ist immer sehr schwer. Also auch bei Lüftern, wenn du fragst, welche Lüfter sind gut. Ich glaube, wenn du 10 Mann fragst, kriegst du 9 verschiedene Lüfter präsentiert und weißt dann immer noch nicht, welche du kaufen sollst. Darum, das muss auch wahrscheinlich für jeder für sich selber ausmachen. Und ausprobieren, glaube ich. Ich habe schon einige durch, also wirklich, ich habe schon so viele Lüfter durch. Und ihr seht, ich komme immer wieder auf Be Quiet, weil einfach, ich bin der Meinung, Qualität stimmt, Verarbeitung stimmt. Gut, der Preis mag zwar nicht der günstigste sein, aber dafür habe ich aber auch wirklich Qualität. Und wenn ich Probleme habe, wenn ich mal irgendwie einen Defekt habe, wie gesagt, das habe ich schon öfters in meinen Videos erwähnt, da wird also auch wirklich sofort weitergeholfen. Das heißt, die Antworten auch direkt. Was nützt mir ein billiger Lüfter, wo ich keinen erreiche? Auch bei Internetseiten, egal ob es Händler sind, auch im Internet bei eBay. Wenn ich da keinen erreiche, wenn ich da keinen anrufen kann oder wenn irgendwo mal was sein sollte, was soll ich mit so einem Shop? Der ist zwar dann günstig vielleicht, aber im Endeffekt, wenn dann mal was ist, dann habe ich dann die A-Karte. Darum, wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Ich werde auch mal ein paar Seiten, wie gesagt, von den Gruppen
Die sind nicht verkehrt, die Gruppen. Also wirklich, da könnt ihr euch mal ein bisschen Anregung holen. Da wird viel geplaudert, auch mal, wenn Probleme sind. Da kann man auch mal Fragen stellen und so weiter. Also ich finde es eine gute Sache. Wer also da Bock zu hat und Lust zu hat, da guckt er einfach mal rein. Ja. So, und viele fragen auch immer wieder mit der Lüfterinstallation. Wir haben ja hier wirklich jetzt Metall. Wenn ich die jetzt hier direkt draufschrauben würde, von hinten verschrauben, das geht. Aber ich habe immer so Anti-Vibrations-Gummis eigentlich sehr gerne. Und da gibt es auch die größten und große Unterschiede. Da gibt es ganze Platten oder ganze Matten, die man drunter legen kann. Da gibt es einzelne Unterlegscheiben. Also da gibt es auch die Breitband ist breit. Verschluckt mich jetzt hier gerade. Da gibt es also auch viele Angebote, viele Sachen, die man nehmen kann. Ich nehme immer hier, die habe ich mal gesehen und die finde ich gut. Das sind so Gummi Nüppchen. Da kommen später dann hier ganz einfach diese Stifte rein. Moment, die Stifte sind es. Und dann hält der Lüfter. Ja? Aber da muss man auch wieder gucken beim Gehäuse. Es gibt eben Gehäuse, da sind die Löcher fast so groß wie die Platte hier und dann rutschen die durch. Habe ich auch schon gehabt, ist auch nicht so schön. Ja? Also ist auch wieder ein Unterschied. Dann gibt es hier gibt's ganz normale Gummis, die man ganz komplett durchziehen kann. Das zeige ich euch auch mal. Die gibt es also auch. Ja, gerade wenn man vielleicht mal einen Lüfter jetzt irgendwie auf einen Kühler installieren möchte. Ja, das sind zum Beispiel dann diese Gummis hier. Ja, die kann man dann praktisch ganz durchziehen. Einfach von hinten durchs Loch, dann hier durch den Lüfter gezogen. Das heißt, der sitzt dann auch schön fest und der ist natürlich groß, der ist auch fest dann. Ja, also da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Sachen, welche man da nimmt. Ja, da muss man gucken. Ich gucke auch immer wieder hier Preise, vergleiche ich und so weiter. Ja, da gibt es auch die Gummis hier, die habe ich auch schon mal gehabt öfters. Ja, aber die stehen natürlich hinten dann auch ein bisschen raus. Sind aber auch sehr gut, sind auch nicht verkehrt. Also wie gesagt, auch hier, das muss auch jeder für sich entscheiden. Ich nehme jetzt die hier, weil die waren wirklich auch vom Preis her sehr annehmbar. Da waren, ich glaube, 10 Stück oder 20 Stück sogar für irgendwie 3, 4 Euro. Und die reichen auf jeden Fall. Ja, und das Schöne ist wirklich hier, das geht sehr einfach. Ich zeige euch das bei einem Lüfter jetzt einfach mal. Ja, die zieht man dann einfach durch. Wichtig ist natürlich, dass man hier offen hat. Wenn jetzt hier zu wäre, könnte man die schon nicht nehmen, weil man die gar nicht durchgezogen. Die kriegt man mit der Hand nicht so reingedrückt. Also der Lüfter muss dann hier auch schon offen sein an der Seite. Ist der dazu, ist es dann schon mal, die Halter sind dann schon mal sehr schlecht. Da muss man sich dann eine andere Lösung suchen. Ja, also wie gesagt, das ist mit dem Durchziehen. Denn ich kann hier drücken, wie ich will. Gut, man könnte vielleicht einen schaffen, aber ich muss einfach von hier ziehen können. Ja, und dann ist er auch richtig drin. Und wenn nachher der Stift reinkommt, muss es sich hier auseinanderdrücken, damit es ja hier gedrückt wird, damit er auch festhält, der Lüfter. Also, wie gesagt, da muss man schon mal gucken. Und wenn man die dann drauf macht, wie gesagt, dann nimmt man einfach die Stiftchen hier. Jetzt gucke ich mal, wie ich ihn installieren werde. So. Und dann einfach von hinten hier. Da seht ihr schon, da sind die Löcher. Sieht auch hier sehr sauber aus mit den Sachen. Da hat man nichts vorstehen, da steht also nichts offen. Wenn einfach nur reingeklickt, bisschen gerade geschoben, reingedrückt und dann hält der Lüfter. Sieht jetzt hier sauber aus. Ich habe hier keine Schraube irgendwie vorstehen oder sonst irgendwas. Also ich finde es eine saubere Angelegenheit. Und wie gesagt, der Lüfter hängt jetzt wunderschön hier. Anti-Vibration. Und das Kabel, das wird dann später hier oben noch schön verlegt. Wir haben hier oben eine schöne Durchführung. Dafür nehme ich dieses Loch hier oben. Dann passt das auch. Weil die anderen Durchführungen kann ich nachher wieder zumachen mit den Blenden, die dabei sind. Das will ich nämlich machen. Ich weiß ja, ob ihr das seht, ich würde mal hier hoch, weil die Öffnungen hier, da sind ja so Blenden davor gewesen mit den Schrauben, die mache ich auch wieder davor, genau wie hier unten auch. Ja, ich möchte praktisch nur Ausschnitte machen für die Kabel, die auch im Endeffekt dann durchgehen. Ja, das werde ich also mit einem kleinen Fräser,
werde ich dann hier so kleine Ausfräsungen machen. Ich zeige euch das mal hier. Jetzt habe ich so eine Platte hier. Ja, die soll also auch wieder hier vorkommen. Aber eben dann dieses Kabel, die hier durchgehen, fräse ich dann praktisch hier klein bisschen ein, dass das genau passt, dass das wirklich super sauber aussieht. Ja, darum will ich das hier mit diesen Blechen machen, den einfräsen. Denn wenn ich das Ganze auflasse immer, diese riesen Aussparungen, die braucht man ja auch nicht. Das finde ich das toll mit diesen Blechen. Kann ich das genau schön ausfräsen und darauf setzen. Ja. Aber da mache ich natürlich auch, das seht ihr dann gleich, wie ich das Ganze mache. Ja. Wie gesagt, wollte ich jetzt erstmal nur zeigen, auch mit den Lüftern. Ist immer wieder eine große Frage, welche Lüfter nimmt man, welche sind gut, welche sind nicht gut. Wie gesagt, ich kann also wirklich hier die Be Quiet und wie gesagt die LED-Lüfter, die seht ihr ja auch hier hinten stehen, da seht ihr sie, die Kors RHD RGB-Lüfter sind auch sehr gut. Die habe ich auch auf dem Radiator ja sitzen im Moment, bringen ihre Leistung, gar kein Thema, auch für Radiatoren wunderbar geeignet, also ich kann... Auch die kann ich wirklich empfehlen, gerade von dem Licht her, von den Effekten her. Ich finde die absolut toll und gerade hier mit der Glasfront jetzt in dem Gehäuse hier noch das natürlich wirklich toll aussehen. Aber ansonsten werde ich diesmal für die Radiatoren und auch für die Luftzufuhr diese Quiet nehmen, weil, wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt, es ist einfach für mich einer mit der besten Lüfter, die auf dem Markt sind und darum auch... werde ich die hier schön mit einbauen. Und ich finde das ganz toll hier mit den 280ern. Klar, viele sagen jetzt, ach, ein 120er, ja, aber wenn ich den Platz nicht habe, aber ich finde 280er bringen genauso viel wie ein 120er, der jetzt da hängen würde. Ja, also wie gesagt, und die sind wirklich auch sehr schön leise. Ja, das sind also hier die Purwings. Die gibt es auch als PWM, wer das natürlich möchte. Muss nicht sein, bin ich der Meinung. Aber wer das möchte, kann die auch als PWM nehmen und kann die dann auch über die CPU gesteuert lassen, wie man das eben möchte. Ja, kosten dann einen Euro mehr oder zwei. Das ist jetzt nicht das Tragische, aber wie gesagt, die sind absolut fantastisch. Und wenn die jetzt hier so schön geschwungen sind, das heißt mit diesen Antivibrationshaltern, können die ihre Arbeit hier wunderschön verrichten. Jetzt muss ich nur abwarten, wie es mit dem Radiator aussieht, wenn der hier oben hängt und der Lüfter noch dazu kommt, ob das hier vom Platz her reicht oder ob ich da vielleicht sogar einen wegnehmen muss, weil ich sonst zu tief komme. Aber ich glaube, das reicht vom Platz hier. Habe jetzt gerade nichts zu messen da, aber so wie es aussieht, müsste das eigentlich passen. Ja, so und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es weitergeht. So, habe ich schon mal ein bisschen weiter gemacht. Jetzt haben wir hier unten auch die drei Lüfter installiert. Die haben wir ganz normal mit den normalen Befestigungen gemacht. Man könnte die auch ja mit diesen Gummis machen. Aber ich nehme lieber die hier. Die sind auch sehr angenehm. Die haben ja auch hier diese Gummidichtung noch drauf. Das heißt, sie sind hier auch schon sehr schön entkoppelt. Ja, und weil das einfach so ein bisschen... besser aussieht, meiner Meinung nach. Ich will dann hier oben noch so kleine Ringe draufsetzen, so damit das ein bisschen schöner aussieht. Muss ich mal gucken, wie ich da mache oder so ganze Gitter, weiß ich noch nicht. Gucken wir mal, wie es wird. Ja, jetzt müssen wir nur gucken, hier vorne, hier wird jetzt kein Lüfter mehr drauf passen. Da müsste man dann von vorne setzen, aber ich werde das Teil hier wohl etwas höher setzen. Ja, damit das auch wieder passt. Mit den drei Frontlüftern, mit den LED-Lüftern, ja. So, und dann seht ihr, es wächst und wir lassen uns überraschen. Jo, und ihr seht hier hinten mit den Festplatten, das wollte ich euch auch kurz zeigen. Die kann man einfach aushängen, die sind hier mit einer Rändelschraube. Ich zeige es mal kurz, jetzt müssen wir mal gucken, wo die... Hier sind die Rändelschrauben, ja. Sogar hier ist auch eine kleine Gummidichtung drauf. Sind die dann einfach hier fest. Das heißt, die kann man hier wunderschön erstmal aufmontieren. Die haben also auch hier Gummi. Sind Gummi gelagert, die Festplatten, die HDDs. Man könnte jetzt hier unten noch die SSD reinmachen, bevor man die montiert. Dann hat man hier eine SSD drin liegen. Dann kommt die HDD und dann kann man hier noch eine HDD. Und wenn man das alles fertig hat und auch verkabelt hat,
einfach eingehangen, Rändelschraube drauf und dann hängen die Festplatten hier wunderbar. Dann kann man die verkabeln. Also das Gehäuse macht mir immer mehr Spaß. Es ist wirklich, ja, das Geld wert gewesen. Ja, ist viel Geld. Viele sagen 220 oder 230 Euro war viel Geld. Ja, ich finde, kommt immer darauf an, was man für Geld kriegt. Also ich finde, bis jetzt bin ich begeistert und ja, wir lassen uns überraschen, ne? Wir machen weiter und dann gucken wir mal, wie es wird, wie das Endergebnis ist. So, und ihr seht, be quiet. Am schönen Radiator. Wunderbar. Und ich sage euch, die sind gut auch für den Radiator. Weil viele immer sagen, be quiet, das ist nichts, das ist Quatsch, die haben keinen genug Druck und und. Ich werde es euch zeigen. Ich werde euch auch die Temperaturen zeigen. Weil vorher mit Corsair und jetzt mal Be Quiet und mit den Silent Wings 3. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, wunderbar. Sieht supi geil aus. Ja. Auf jeden Fall. So, und die bauen wir jetzt gleich ein. Da steht ja schon. Ihr seht, ich habe schon hier die Lüfter, unten die Lüfter. Hier hinten musste ich einen wegnehmen, weil der Radiator doch ein bisschen weiter hier rüber kommt. War ja nicht gut. Hätte ich wissen müssen. Ich dachte, das reicht, aber weil mein Radiator ja ziemlich dick ist, ja, ist ja ein 45er oder 47er sogar. Darum passt das nicht. Hätte ich jetzt einen 30er Dicke gehabt, hätte das gepasst. Gut. Aber macht nichts, dann haben wir 81er da hinten. Ja. Ne? Also, ihr seht, es geht schön weiter und wir sehen uns gleich wieder. So, mal ganz ohne Worte. Wasserkühlung ist drin. Lüfter sind alle drin. Unten auch. Und an der Seite der kleine. Ja, ganz ohne Worte, ja. Ist auch langweilig. Nein, ich habe jetzt noch mal ausprobiert. Pumpe läuft, alles ist gut. Ja. Gefällt mir ganz gut bis jetzt. Mal gucken, wie es weitergeht. So, hier, meine Freunde, zeige ich euch mal den Festplattenkäfig. Also, die SSD. Die passt da noch rein. Und dann hat man hier das ganze Ding. Und dann kann man das einfach hier einhängen. Fertig. Absolut toll. Gut. Jetzt mache ich noch ein bisschen Kabelmanagement. Also alles noch ein bisschen aufräumen, verbinden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also kriege ich hier wunderbar genug Festplatten rein. So, meine Freunde, ja. Fertig. Und er ist absolut leise. Be quiet, kann ich nur sagen. Also wirklich absolut top, absolut schön. Ja. Optik, Hammer, eine richtig schöne Größe, also nicht zu groß, passt alles wunderbar rein. Die Wasserkühlung ist wirklich schön geworden mit den blauen Schläuchen, passt irgendwie gut. Ja, ist ein richtig schöner Durchzug hier überall. Das ganze Gehäuse hat einen super Airflow jetzt. Also ich bin wirklich absolut begeistert. Und ihr hört hier wirklich, der ist jetzt offen. Scheibe ist nicht drauf. Absolut leise.
Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, wenn ja, Daumen hoch. Und lasst ein Abo da. Die nächsten Videos kommen auf jeden Fall. Und wir schauen mal, was die Zukunft uns so bringt. Und dann kommen die nächsten Videos auf jeden Fall. Und ich freue mich schon drauf. Ja, ich hoffe, ihr auch. Und ja, ich sag ganz einfach, tschüss zusammen.